Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder hier dabei sind beim Workshop heute Abend, Montagabend hier im Internet. Und eventuell kommt Ihnen manches jetzt komisch vor. Und deswegen frage ich Sie gleich auch zu Beginn, ob ich denn gut zu hören und zu sehen bin, weil ich habe hier momentan für diese Woche eine gesonderte Situation hier. Ich muss über einen WLAN, also LTE-WLAN-Router ins Internet gehen und ich hoffe, dass alles sehr gut zu Ihnen gesandt wird, dass Sie mir auch sehr gut folgen können hier und deswegen meine Frage. Ich hoffe, ich habe heute die Nachricht bekommen, dass zum Ende der Woche das damit erledigt sein soll und vielleicht können Sie mir auch mit die Daumen drücken, dass das dann wirklich so sein wird. Dr. Wieler schreibt, ich bin gut zu hören. Und Frau Langenbach schreibt, Ton gut, Bild winzig. Okay, das hat, glaube ich, aber nichts mit meiner Situation hier zu tun, Frau Langenbach. Aber vielen lieben Dank für die Rückmeldung. Da kommt eine nächste Meldung als Passfoto links außen. Mhm. Okay, dann ich starte mal die Präsentation. Und dann können Sie mir bitte mal nochmal Rückmeldung geben, ob Sie die Slides auch gut sehen können. Ansonsten müssen wir uns da vielleicht dann zwischenzeitlich was anderes ausdenken. So, dann starte ich hier mal. 26. Februar 2024 und ich gucke in den Chat, ob Sie das hier als großes Bild sehen können. Ich mache mal meine Kamera aus, vielleicht ist das auch noch eine Verbesserung. Sehr gut zu sehen. Danke, Papi. Dann legen wir los. Also 26. Februar heute und wir starten mit unserem Workshop hier mit dem wichtigen Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und heute möchte ich einmal die Frage stellen oder den Zusammenhang mit Ihnen erörtern, Zusammenhang zwischen Erkrankungen bzw. chronischen Erkrankungen und Krebs. Und da fangen wir gleich damit an, mit den Mikroorganismen, die sich auf Zellenebene ansiedeln und sich dort vermehren. Also das Gleiche passiert ja bei der Infektion und also wenn wir uns mit Erregern infizieren und sich diese die Möglichkeit haben, sich auf Zellenebene immens zu vermehren, spricht man ja von Infektion. Also wir haben hier den Zustand der Erkrankung auf Zellenebene basierend auf den Mikroorganismen, die sich hier ansiedeln. Die Situation ist für die Zelle sehr, sehr schädlich und sehr, sehr bedrohlich. Und sie muss aufgrund dessen, weil sie ja weniger Sauerstoff erhält, muss sie auf den Ersatzstoffwechsel wechseln. Und dieser Ersatzstoffwechsel bedeutet nichts anderes als die alkoholische Gärung des Zellplasmas. Also wie darf man sich vorstellen, die Mikroorganismen, die sich auf Zellenebene ansiedeln, verhindern, dass eben Sauerstoff zu den Zellen gelangt. Und um weiterhin Energie erzeugen zu können für unser Leben, für das Leben der Zelle, ist es für die Zelle immens wichtig, hier auf diesen Ersatzstoffwechsel zu wechseln. Die Folge daraus ist, das Milieu um die Zelle ändert sich auch dadurch wieder und weiter, was eben auf Zellenebene bedeutet, dass sich noch mehr Erreger, noch mehr Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Würmer, Einzeller, Pilze, sich hier ansiedeln können und eben die Situation sich weiter verschlechtert. Das ist also wie so ein Teufelskreis, der sich dann nach unten bewegt mit der Abwärtsspirale.
für unsere Betrachtungsweise jetzt hier ist es erstmal unabhängig und ursächlich unerheblich, was im Speziellen jetzt passiert, ob es jetzt um eine Infektion geht oder ob aufgrund von grundsätzlichen Milieuveränderungen hier dann noch mehr Erreger sich um die Zelle ansiedeln. Das ist erstmal für den Zustand der Erkrankung, ist es erstmal unwichtig. Für Sie eventuell ganz interessant zu wissen, dass sich hier die Zellspannung verringert. Also wir haben in einer gesunden Zelle, in einer gesunden menschlichen Zelle, eine Zellspannung von ca. 70 bis 100 Millivolt. Und Sie sehen hier schon, eine kranke Zelle hat lediglich 60 Millivolt. Also man sieht dort schon auch dann, dass weniger Zellspannung erzeugt wird in der Zelle. Bei chronischen Erkrankungen, Sie sehen da die Abwärtsspirale, sind es nur noch 40 Millivolt, die gemessen werden. Und bei krebsartigen Zellen ist die Zellspannung bei 10 bis 20 Millivolt. Dankeschön, Monsieur Naas, für den Hinweis bezüglich der PDFs. Die habe ich Ihnen jetzt gerade freigegeben zum Download. Also für alle diejenigen, die das jetzt downloaden möchten, können sich das Dokument bereits jetzt herunterladen. Ja, also hier die Information. Das ist übrigens Erkenntnisse, die Dr. Otto Warburg erforscht hat und festgeschrieben hat und dieser Zusammenhang zwischen der Zellspannung, die sich darstellt und eventuell dann, ob es sich um eine kranke Zelle handelt, beziehungsweise dann bereits dann auch eine Zelle, wo sich Krebs entwickelt. Das Ziel, was wir mit AGCare haben, ist, die störenden vorhandenen Mikroorganismen auf Zellenebene zu eliminieren, sodass also die Zellen wieder versorgt werden. Und das bemerken und beobachten das anhand der Besserung unserer Lebensqualität. Und messen kann man das auch. Und das hat was mit dem zu tun, was ich zuvor mitgeteilt habe, nämlich an der geänderten Zellspannung. Das nennt man Transmembralpotential. Das kann man messen, indem man das Potential innerhalb der Zelle und außerhalb der Zelle dann misst. Und man kann es an dem ATP messen, was die Mitochondrien erzeugen, also ATP, Adenosintriphosphat. Das ist eine Verbindung, eine Phosphatbindung, und die dort wird zunächst die Energie gespeichert und darauf können dann die Zellen zurückgreifen für ihre Energie. Also es besteht ein Zusammenhang zwischen Erkrankungen bzw. chronischen Erkrankungen und Krebs. Und durch die Eliminierung der betreffenden entsprechenden Mikroorganismen auf Zellenebene in ausreichender Anzahl kann der Körper unterstützt werden, sich selbst zu heilen. Und das ist mit die Aufgabe von AGCare, nämlich die Störer selektiv zu eliminieren. Und wie gehen wir dabei vor, wenn wir von selektiver Eliminierung sprechen? Ja, Sie wissen das vielleicht. Also wir gehen einmal konkret gegen die betreffenden Mikroorganismen vor. Also ich habe Ihnen mal einige aufgeschrieben, so übliche Verdächtige. Staphylokokken, Epstein-Barr-Virus, aber auch RS-Virus und Borrelien. Da haben wir ja auch ein neues E-Book bei uns, das mein Vater geschrieben hat. Also über Borrelien und alles, was drumherum ist und vor allem, wie man Borrelien dann beseitigt. Also hier kann man gegen die betreffenden Mikroorganismen vorgehen. Das ist jetzt für wirklich eine sehr, 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 sehr verkürzte Liste hier. Das ist nur ein kurzes Beispiel. Und diese Methode hat ja einen kleinen Nachteil, wenn man nämlich den Erreger nicht kennt. Aber es gibt auch einen Vorteil von AGCare, aber dazu will ich später etwas sagen. Also hier für diesen ersten Punkt ist es notwendig, dass man dann weiß, welche Erreger es sind, welche Mikroorganismen die vorhanden sind, die man dann eliminieren möchte. Mit AGCare haben wir auch den Vorteil, dass wir uns mit dieser Methode,
die wir anwenden, nämlich der RIFE-Methode, dass wir uns dieser bedienen und bei der für die Erkrankung das Symptom die typischen zutreffenden Erreger eliminieren. Also ich habe Ihnen hier auch wieder Beispiele gegeben, wie das gemeint ist. Also wir eliminieren in dem Fall die für oder bei Kopfschmerzen zuständigen Erreger, die bei Kopfschmerzen auftreten Erreger, die, wie schon eingangs mitgeteilt, auf Zellenebene vorhandenen Erreger, die werden hier eliminiert. Das trifft auch auf Durchfall zu, Psoriasis, und das sind auch wieder nur wenige Beispiele von dem Gesamtkatalog, den wir ja bei AgilCare haben. Ja, wie Sie wissen, wir haben über 3000 dort Frequenzmuster dort vorhanden, von denen Sie auswählen können. Und dies ist hier eine kurze Liste bloß. Und für den Fall, dass man den Erreger nicht kennt, da hatte ich Ihnen ja gerade eben noch versprochen, Ihnen einen Vorteil mitzuteilen. Man kann testen und das völlig schadlos. Also die elektromagnetischen Frequenzen sind spezifische, selektive elektromagnetische Frequenzen gegen diese bestimmten Erreger. Und diese ausgewählten Frequenzen, wenn sie eben nicht auf diese entsprechenden Erreger treffen, werden schadlos durch den Körper hindurch geleitet. Das ist etwas, was wir damit meinen, wenn wir sagen, testen ist schadlos möglich. Sie können selbst testen, indem Sie ja die Anwendung durchführen und feststellen, das hat jetzt was gebracht. Für das eine oder andere braucht man eventuell ein bisschen mehr Zeit, aber Sie können eben dies selbst feststellen. Sie können natürlich auch labortechnisch testen oder diagnostizieren lassen, welche konkreten Erreger vorhanden sind. Und dann sind Sie wieder beim ersten Punkt, in dem Sie dann konkret gegen die bestimmten störenden Erreger vorgehen. Und da haben wir aber eventuell auch welche dabei, die sich eventuell die uns das sehr schwer machen, auch labortechnisch getestet zu werden. Also ich denke da an Toxoplasmen und Borrelien, die vor allem in inaktiver Form bzw. in Biofilmform fast unauffindbar sind im Körper, uns aber trotzdem und jedoch vielfältig schaden können. Also, und da habe ich eben noch ein Vorteil für Sie hier dabei, mit AgilCare gegen diese vorzugehen. Sie gehen nämlich gegen diese Erreger, also gegen die vermuteten Erreger, auch können Sie auch genauso gut vorgehen mit AgilCare. Also das ist in dem Sinne auch eine Form des Testens. Also Sie brauchen also nicht auf den labortechnischen Nachweis zu warten und können gleich loslegen gegen die vermuteten störenden Mikroorganismen. Also hier das Vorgehen mit AgilCare gegen die betreffenden Erreger, um eben hier Erkrankungen bzw. chronische Erkrankungen dann bei diesen Erkrankungen dann die Erreger zu eliminieren und eben die Abwärtsspirale zu bremsen, zu verhindern, so es Ihnen gelingt. So, also somit so viel zur Arbeit mit AgilCare. Immer mit dabei und auch sehr wichtig und immer unbedingt zugehörig zu dir ist hier, und deswegen sagen wir das auch immer dazu, sind die Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen. Und hier geht es um die, in dem Fall auch um die Entgiftung. Das wäre jetzt zum Beispiel die Randbedingung nach den Anwendungen. Es geht hier um die Entgiftung von Toxinen, die die Erreger ausstoßen, aber auch die Entgiftung von Toxinen, die die eliminierten Erreger gebunden hatten und auch deren Zellbestandteile, wenn sie eliminiert sind, und auch die Entgiftung von Giften, die uns aus der Umwelt heraus belasten. Da um diese Entgiftung geht es uns.
Denn auch die Umweltgifte führen zu Milieuveränderungen auf Zellenebene und somit dann zur Ansiedlung von Mikroorganismen um die Zellen herum, Beeinträchtigung der Zellen, fördern Entzündungen, fördern Erkrankungen, chronische Erkrankungen und schließlich dann die Zellen, die sich dann im Krebsstoffwechsel befinden, die dann eventuell auch zu Krebszellen werden. Und ich habe Ihnen hier auf der Seite bei dem Download noch den Link einmal zu unserer Seite Download hingegeben. Und da, wenn Sie auf den Punkt Agilcare optimieren klicken, dort kommen Sie dann auch zu unseren Empfehlungen, wie zu den Randbedingungen. Diese Empfehlung heißt Agilcare optimieren. Und in dem selben Punkt finden Sie auch dort die Anwendungsempfehlung, zum Beispiel von Naturzeolith. Da haben wir ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen, was Naturzeolith ist, dass es sich um ein Naturprodukt handelt und so weiter, dass die Teilchen um 10 Mikrometer genau vermahlen sind und eben was das für Vorteile bietet. Ich habe Sie Ihnen die Folien hier nochmal mitgebracht, will aber nicht mehr noch nicht weiter darauf eingehen, jetzt hier im Detail. Ich bin nur einfach froh darüber, dass wir auch diese Produkte mit bei uns im Shop haben. Also wir haben hier eben, was unsere Empfehlungen zu den Randbedingungen, zur Optimierung der Randbedingungen, dort finden Sie dann auch im Shop die entsprechenden Produkte, die wir Ihnen anbieten können. Und die sind eben entsprechend aufeinander abgestimmt, um Sie dann auch hier auf diese Weise auch bestmöglichst zu unterstützen. Und ja, also diejenigen, die Agilcare weiterempfehlen, was dann zum Kauf in unserem Shop führt, bei denen bedanken wir uns sehr gern und recht herzlich mit einer Tipprovision pro Empfehlung in Höhe von 150 Euro. Vielen Dank an der Stelle an diejenigen, die das bereits genutzt haben, manche sogar bereits mehrfach. Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung. Hier dann Agilcare Ihren Liebsten, Ihren Nächsten zu empfehlen, sodass auch die Agilcare für sich, für die Verbesserung ihrer Lebensqualität nutzen können, zur Eliminierung der störenden Mikroorganismen, sodass eben hier Erkrankungen, chronische Erkrankungen vermieden werden können, beziehungsweise die dafür verantwortlichen und zutreffenden Erreger eliminiert werden können. Nochmal hier unsere Kommunikationswege, wie Sie uns erreichen. Wir unterstützen Sie natürlich sehr gerne auch bei Ihren Fragen. Also auch wenn Sie dann auf der Suche sind nach den konkreten Erregern oder nach den bestimmten Symptomen oder Anwendungen gegen die betreffenden Erreger bei den Erkrankungen, die Sie betreffen. Da sind wir Ihnen sehr gerne behilflich. Da sind das hier die Wege, wie Sie uns erreichen. Einmal über das Ticketsystem. Das Ticketsystem ist auch an die E-Mail angeschlossen, die Sie hier sehen. Und dann, wir sind aber auch telefonisch erreichbar, Montag bis Freitag zwischen 9 und 10 Uhr rufen Sie an. Und zwar diese Nummer. Diejenigen, die mich jetzt versuchen, in den letzten Tagen zu erreichen, werden gemerkt haben, dass ich dann von einer anderen Nummer zurückrufe. Das ist jetzt eine Ausnahme. Das hat mit dem, was ich eingangs gesagt habe, mit meiner Situation hier zu tun. Und deswegen hier bitte nur diese Nummer verwenden und anrufen, Montag bis Freitag zwischen 9 und 10 Uhr. Und dann können wir Sie zurückrufen und dann Ihre Fragen telefonisch besprechen. Auch unseren Newsletter, das kann ich Ihnen ans Herz legen, dass Sie sich da anmelden und dann unsere regelmäßigen Nachrichten empfangen. Und hier natürlich der Workshop. Hier sind wir alle zusammen und besprechen unsere Fragen gemeinsam. Natürlich haben Sie auch noch die Möglichkeit, in diesem Jahr noch, also es ist nicht ganz 2 Wochen, sind es noch bis zum Symposium am 9. März, also der Samstag in der nächsten Woche. Dort findet es statt, hier in Storkow. Und Sie können sich hier auch noch Tickets, einige wenige haben wir noch verfügbar, Tickets dann sichern. Und ja, nutzen Sie auch hier, wenn Sie möchten, auf den Folien die unterstrichenen Angaben. Das müssten dann auch Links sein. Ansonsten finden Sie auch diese Tickets zum Beispiel bei uns im Shop ganz normal. Auch
Wenn es um Agile Smart geht, da haben wir heute wieder einen Beitrag veröffentlicht im Agile Smart Infodienst. Und wenn Sie das interessiert, steht hier nochmal ganz unten in hier und zu unseren Kommunikationswegen auch die Möglichkeit, wie Sie zu uns gelangen. Und wenn Sie hier auf den Link klicken, hier anmelden, dann sollten Sie dann dort auch auf die Seite gelangen, wo Sie dann das Agile Smart Abonnement starten können. Hier nochmal die Information, das haben Sie dann auch in Ihren Folien, wenn Sie es downgeloadet haben. Also wenn das mit dem Link in der Folie zuvor nicht geklappt hat, haben Sie hier nochmal den Link zu unserem Shop dabei und finden dann dort die Informationen bezüglich des Symposiums. Und somit bin ich mit meinem Vortrag am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.